Hey ihr Schwarzmaler, ich esse für mein Leben gern Walnüsse und ich dachte mir so, die haben doch so eine coole Schale, wieso nicht mal was daraus basteln? My life in a nutshell. Im Netz habe ich auch schon super viele krasse Mini-Dioramen, so richtig kleine Kunstwerke davon gesehen. Und genau das versuchen wir heute. Die erste Nuss sollte eine kleine Eule beherbergen. Jo, aber zuerst musste die Nuss natürlich geknackt werden. Aber möglichst so, dass beide Schalen intakt bleiben. Und ich dachte, dass das mit einem stumpfen Messer eigentlich funktionieren muss. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ups. Au. Aber das ist doch scheiße. Seht ihr das? Ich hatte mir extra so eine Handvoll Nüsse gekauft, die einzelnen, die losen, die es so im Geschäft zu kaufen gibt, weil die alle so eine hübsche Schale haben. Ich muss sagen, ich habe es fast geschafft, dass alle, die ich gekauft habe, kaputt gehen. Und das war die letzte, die ich habe. Jetzt muss ich doch mit den hässlichen Nüssen arbeiten. Oh Gott, die sind so lecker. Die ist doch relativ groß. Die könnte noch ganz okay sein. Ist halt auch wieder viel kleiner. Vor allen Dingen, je kleiner die Nüsse, desto mehr muss ich mir Mühe geben mit dem detaillierten Arbeiten. Desto kleiner wird natürlich auch der Quatsch, den ich da reinfummeln will. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich hatte gerade so einen Anti-Vorführeffekt. Ich habe versucht, eine Nuss nochmal aufzumachen, die mir irgendwie so ein bisschen sus vorkam. Aber ich habe da keinen Riss, nichts gesehen und habe es einfach mal nochmal probiert. Ich habe es aufbekommen, ohne dass es kaputt ging. Und ich habe es nicht auf Kamera. Egal. Ist jetzt halt so. Müsst ihr mir jetzt vertrauen, weil ich meine, gut, was gibt's da jetzt zu vertrauen? Wie hätte ich das aufbekommen sollen? Wie hätte ich das durch ein Fake aufbekommen sollen? Das ist, macht gar keinen Sinn. Ah, zum Glück, es hat funktioniert und ich glaube, das ist sogar eine von denen, die ich extra gekauft hatte. Weil in die dumme Nuss ja was reinpassen sollte, habe ich sie ausgehöhlt. Richtig, ich habe das mit meinen Kürbis-Mordinstrument-Schnitzwerkzeugen gemacht. Wie die jetzt aussehen? Ich habe mir übrigens auch wehgetan. So, und dann war endlich die Eule dran. Ich habe dafür einfach grauen Polymerklee genommen und so gut es ging, das Gesicht reingebastelt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das in dem Miniaturformat eine echte Fummelei war. Für die Augen habe ich zwei winzige Kügelchen gerollt, wobei ich aufpassen musste, die nicht gleich wieder komplett zu zerquetschen. Die gebackene Eule habe ich dann mit Acrylfarben bemalt. Es sollte eine Schleiereule werden. Ich liebe Schleiereulen, weil sie so mystisch aussehen. So ein bisschen wie kleine Flauschegeister. Ich durfte sogar mal eine auf der Hand halten und streicheln. Und die sind viel, viel kleiner, als man vermuten würde. Und so weich. Ich habe mir für die Nüsse extra so winzige Scharniere gekauft und die dann mit Klebstoff an den zwei Nussschalen befestigt. Um der Eule ein kleines Nest zu bauen, habe ich dann ein bisschen Moos reingepackt. Oben ein Loch in die Nuss gebohrt und einen Goldfaden durchgezogen. So, Nuss Nummer 1 ist fertig. War jetzt aber auch nicht so krass aufwendig. Ich finde ja, das ist voll die süße Geschenkidee. Macht sich bestimmt am Tannenbaum richtig gut. Oder? Hängen wir das mal dahin. Jetzt möchte ich noch eine zweite machen, aber diesmal ein bisschen aufwendiger, noch viel kleinteiliger, also viel friemeliger und vor allen Dingen möchte ich da Licht reinpacken. Drückt mir den Daumen, dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Denn wenn alles so klappt, wie ich mir das wünsche, dann könnte das richtig cool werden. Jo, ich war mal wieder komplett überambitioniert. Habt ihr eine Ahnung, was für eine absolut beschissene Sisyphus-Arbeit es ist, eine LED in eine 3 cm große Walnuss zu packen? Nein? Warum auch? Wer sollte schon so blöd sein, sowas zu tun? Ich habe erstmal so ein kleines Batteriefach aus ganz dünnem Holz gebastelt. Und ey, das hat echt mega gut funktioniert. Noch einen hübschen Knopf zum Öffnen dran, alles cool. Aber dann ging es darum, die Mini-LED mit zwei Knopfzellen zu verbinden. Eigentlich war das mit dem Löten gar kein so großer Stress. Aber meine Konstruktion hier hat einfach nicht in die blöde Nuss reingepasst. Ich habe allein an dieser Batterielötaktion einen kompletten Tag gesessen. Am Ende habe ich alles über den Haufen geworfen und die Batterien plain mit einem Knetradiergummi in die Nuss gepackt. Sieht zwar scheiße aus, aber wir können ja einfach die Klappe zumachen. Beim nächsten Mal nehme ich einfach Kokosnüsse. Coconut Shark! Als das mit dem Licht mal so halbwegs funktioniert hat, habe ich mal mit dem Diorama angefangen. Und zwar wollte ich ein winzig kleines Mäuschen modellieren. Guck mal die Vögelchen, wie klein die sind. Oh mein Gott. Mein Mäuschen sollte nähen und darum Nadel und Faden bekommen.
Andi meinte, ich habe da wohl was kompensieren wollen, weil ich auch ein sehr, sehr kleiner Mensch bin und als Modedesignerin ständig was nähe. Blöder Andi. Blöder Andi. Short people rule, meine Kerle! Jedenfalls habe ich der Maus ein paar teeny-weeny Garnrollen aus einem Zahnstocher geschnitzt und dann mit einem Faden umwickelt. Aus dem Zahnstocher habe ich auch noch winzig kleine Tischbeine geschnitzt. Und als ich fertig war, gab es wieder so einen kurzen Schockmoment. Das vierte Tischbein ist beim Absengen einfach weggesprungen und ich habe mich 5 Minuten lang zum absoluten Volldepp gemacht und bin suchend auf dem Boden rumgekrochen. Nur um dann zu checken, dass das Tischbein gerade mal 10 cm weggeflogen ist und immer noch auf dem Tisch lag. Oh! Der Tag bzw. Tisch war gerettet und so konnte ich dann die winzigen Beinchen an die massive Tischplatte kleben. Aus einem Stück Karo-Stoff wurde dann noch ein winzig kleines Nähprojekt für die kleine Maus. Das Mäuschen habe ich dann wieder mit Acrylfarben bemalt. Als ich damit fertig war, hat sie noch ein kleines rosa Garnschwänzchen bekommen. Das habe ich mit einem Tropfen Sekundenkleber dann zum Stehen gebracht. Aus einem Stück Draht habe ich noch eine winzige Nähnadel gebastelt. So, und jetzt wollte ich das Mini-Atelier aber noch ein bisschen professioneller wirken lassen. Deswegen habe ich in der anderen Nussschale unten ein Stofflager eingerichtet. Ich habe haufenweise kleine Stoffballen gerollt und unten reingepackt. Und oben drüber habe ich ein kleines Regalbrett an die Wand gehängt, wo dann die kleinen Garnspulen ihren Platz gefunden haben. Für die Mini-Kleiderbügel habe ich mich dann wieder zum Horst gemacht, weil ich dafür die Giganto-Rohrzange genommen habe. Eigentlich war es nur eine stinknormale Kombizange, aber im Miniaturformat wirkt alles wie Godzilla, der Tokio platt machen will. Ob ich für die Fruchtfliegen auch wie so Godzilla wirke? Scheinbar nicht, sonst würden ja nicht so viele rumfliegen und mich ständig nerven. Die wollen nur meinen Turm essen. Die wollen alle meinen Turm essen. Ich lasse die nicht meinen Turm essen. Aber jetzt will ich den Turm auch nicht mehr essen. Und so kriegt man ein Video auch gestreckt. Jedenfalls kam dann Andi zu mir und hat mir so eine dünne Zange gebracht, die wohl Storchschnabelzange genannt wird. Keine Ahnung, musste ich auch erst googeln. Wieder was gelernt. Die Kleiderbügelchen habe ich dann an eine Stange gehängt, die ich aus dem Rest Zahnstocher gemacht habe. So, und wenn man jetzt die beiden Batterien zusammenpackt, kann die Maus sogar bis tief in die Nacht arbeiten. Nicht, dass das schon wieder Parallelen zwischen mir und der Maus wären, aber ja. So, wie gefallen euch denn meine Mini-Diorame? Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare und lasst, wenn ihr schon dabei seid, auch ein Däumchen nach oben da. Würde mich echt freuen und damit würdet ihr mich auch echt super dolle unterstützen. Unterstützen könnt ihr mich auch, indem ihr noch die Videos noch anklickt und guckt das Video. Ein Video, es ist eins. Aber ihr dürft auch mehrere gucken und liken. Liked. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Kanal. Ich weiß doch genau, dass ihr euch hier immer rumtreibt. Ciao und bis bald.